Ein Verein mit 9 Mitgliedern möchte den Vorstand ernennen. Es gibt einen ersten Vorstand, einen Stellvertreter und einen Kassenwart. Wenn die Positionen zufällig verteilt werden, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass Aline Vereinspräsident wird, Tobias der Stellvertreter und Elisa der Kassenwart? Ja, die geben uns da eine ganz bestimmte Konstellation vor. Also wir brauchen die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Vorsitzende, dass das jetzt einer dieser 9 Mitglieder ist, nämlich die Aline. Und dass der Stellvertreter, das soll der Tobias sein. Und der Kassenwart, das soll die Elisa sein. Das ist jetzt also eine, das ist offensichtlich eine von vielen möglichen Konstellationen. Und die Wahrscheinlichkeit davon ist eben, wie viele solche Konstellationen gibt es? Ja, genau eine, geteilt durch die Zahl der möglichen Ergebnisse dieser Verteilung von Leuten. Zahl der möglichen Ergebnisse. Wobei in diesem Fall ja jedes Ergebnis eine solche Konstellation ist. Das heißt, wir haben da 9 Namen und die könnten wir jetzt hier auf diese verschiedenen Positionen verteilen. Wollen wir jetzt aber nicht tun, weil uns das den ganzen Abend kosten würde. Schauen wir lieber, ob wir einen schnellen Weg finden, das auszurechnen, wie viele solche möglichen Ergebnisse es denn insgesamt gibt. Also wir haben ja 3 Posten. Wir haben hier diesen ersten Vorsitzenden, wir haben den Stellvertreter und wir haben den Kassenwart. Und für den ersten Vorsitzenden gibt es ja 9 Möglichkeiten. 9 Mitglieder sind da, also 9 Möglichkeiten, diesen ersten Vorsitzenden hier zu besetzen. Und dann der Stellvertreter, das kann natürlich jetzt nicht mehr der sein, der hier den ersten Vorsitzenden macht, sondern das kann nur einer von diesen 8 übrigen Leuten sein. Und der Kassenwart ist dann einer von den 7 übrigen Leuten. Also haben wir insgesamt 9 mal 8 mal 7 Möglichkeiten, diese 9 Leute auf diese 3 Posten hier zu verteilen. Wie viel sind das? 9 mal 8 sind 72, mal 7, 490, 14, 504. Das sind 504. 504 verschiedene Arten, wie ich jetzt die 9 Leute auf diese 3 Posten verteilen kann. Wobei es mir hier auf die Reihenfolge ankommt. Ich will genau wissen, welche Position jetzt jeder einzelne dieser Leute innehat. Und es gibt eben 504 solche Möglichkeiten, die Leute auf die verschiedenen Positionen zu verteilen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit hier, die Wahrscheinlichkeit, wenn die Leute zufällig verteilt sind, dass genau die 3 Leute genau diese Posten hier bekommen, die beträgt dann 1 durch 504. Ja, aber was wäre denn, wenn mich jetzt die einzelne Aufteilung der Posten hier nicht interessieren würde? Wenn es mir wurscht wäre, wer jetzt von den 3 erster Vorsitzender und wer davon Stellvertreter geworden ist, sondern mich nur interessieren würde, dass die 3 zusammen sind und sich irgendwie die Vorstandsposten aufteilen. Wie viele Möglichkeiten gäbe es denn da? Also das wäre sozusagen die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass Aline, Tobias und Elisa, dass die 3 hier irgendwie im Vorstand sind. Also die sind im Vorstand, wobei mir wurscht ist, welchen Posten die genau haben. Das sind auf jeden Fall weniger Möglichkeiten, das müssen weniger als 504 sein. Wie viel weniger sind denn das? Nun, die 3 haben die Möglichkeit, sich die Posten verschieden aufzuteilen. Zeichne mal nochmal die 3 Posten ein, also der erste Vorsitzende, den Stellvertreter und den Kassenwart. Das kennen wir jetzt, ja. Und dann gibt es für den ersten Vorsitzenden gibt es ja jetzt hier nur noch 3 Kandidaten. Also wenn diese Gruppe hier im Vorstand ist, dann hätte jeder von ihnen die Chance, erster Vorsitzender zu werden. Stellvertreter kann dann nur noch die 2 übrigen werden. Und der übrig bleibt, der ist dann der Kassenwart. Also 3 mal 2 mal 1. Da gibt es 6 Möglichkeiten, wie sich diese 3 Leute hier die Posten aufteilen. Ja, aber das heißt doch jetzt, dass es 504 geteilt durch 6 Möglichkeiten gibt, Dreiergrüppchen von Leuten zu bilden. Wenn mir egal ist, welchen Posten die im Einzelnen haben, dann sind das 504 durch 6 und das sind gerade 84. Also es gibt 84 verschiedene Möglichkeiten, 9 Leute in solche Dreiergrüppchen einzuteilen, wenn mir die Reihenfolge egal ist. Und jeder dieser Grüppchen hat dann 6 Möglichkeiten, sich die Posten aufzuteilen. Also gibt es 84 mal 6 gleich 504 verschiedene Arten, dass sich die 9 Leute auf diese 3 Posten hier verteilen.
Ja, und die Leute, die die vorherigen Videos verfolgt haben, die werden natürlich gleich gemerkt haben, dass wir hier von Permutationen sprechen, bei dieser großen Zahl, das waren die Permutationen, und dass wir hier bei dieser kleineren Zahl von Kombinationen sprechen. Aber dazu gleich noch viele Beispiele mehr.